schön, dass ihr hier hingefunden habt, auf diesen Kanal hier. Let's Play for Charity heißt der. Ich bin Writing Bull, YouTuber, spezialisiert auf aktuelle PC-Strategiespiele. Und meinen Zuschauern habe ich gesagt, hey, ich mache ein Civilization 6 Preview Let's Play für euch und zwischendurch mal eine Folge, die verlegen wir. Die läuft nicht mehr auf meinem Kanal, die läuft hier bei Let's Play for Charity. Und ich freue mich sehr, dass ihr mit hingekommen seid, hierhin. Und allen anderen Zuschauern, die hier Stammzuschauer sind auf dem Kanal oder auf irgendeinem anderen Wege hier hingekommen sind, sage ich auch ein herzliches Willkommen. Diese Folge ist eingebettet in eine lange, lange Serie zu Civilization 6. Und die Folge danach, die gibt es dann auch wieder auf meinem YouTube-Kanal. Und falls euch das völlig obskur und vorkommt und euer Hirn durcheinander wirft, dann schaut mal einfach in die Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube. Da findet ihr diverse Links auf die Playlist, auf das Video danach und so weiter. Und dann wisst ihr vielleicht Bescheid, worum es hier geht bei diesem Let's Play, das wir hier spielen auf einer Pangea-Zufallskarte mit den Römern. Noch gar nicht so unglaublich weit. Runde 96 sind wir, haben die halbe Welt schon aufgemischt, viele, viele Städte gebaut, viele Legionäre rekrutiert, ein paar Gegner schon ausgemerzt. Hier stehen wir jetzt vor den Toren Washingtons, der Hauptstadt der USA. Vor drei Runden haben wir den Amerikanern, sprich Präsident Teddy gesagt, Teddy Roosevelt, wir denunzieren dich. Das ist die Vorwarnung. Jetzt können wir in zwei Runden, also nach dem nächsten und dann noch einem Rundenwechsel, einen Krieg erklären, ohne dass uns das einen diplomatischen Malus gegenüber den anderen Zivilisationen einbringt. Da gibt es noch im Südwesten der Karte hier unten, ich klicke mal in die Minimap, da gibt es noch die Norweger. Die sind übrig geblieben und rechts oben im Nordosten wiederum hier. Das ist ein Stadtstaat, aber hier, das sind die Skythen. Das ist Tomyris, ihre stolze, tapfere und ganz schön großmäulige Königin. Die hat hier ihre Hauptstadt. Ein paar andere Herren und Damen sind schon raus aus der Partie. Die Deutschen hätte ich fast vergessen. Hier sind sie. Die sind auch noch da. Aachen. Alte Kaiserstadt. Hauptstadt der Deutschen. Eine Runde weiter? Okay. Ich spiele ja sehr aggressiv. Versuche effizient, möglichst viel und möglichst schnell KI-Städte zu erobern und die Computergegner aufzuwischen. Hab noch relativ wenig Distrikte gezeigt, auch ein paar andere der neuen Features sind ein bisschen kurz gekommen, aber ich habe nicht vollständig darauf verzichtet. Allein schon deshalb nicht, weil man ja zum Beispiel auch Distrikte dadurch bekommen kann, dass man einfach KI-Städte erobert, in denen Distrikte stehen. Hier zum Beispiel deutlich zu sehen, das ist ein Campus, ein Wissenschaftsdistrikt, der uns plus 4 Wissenschaft bringt, wo wir Wissenschaftsgebäude drauf errichten können, beispielsweise. Und auch bei den Japanern, denen wir die Hauptstadt Tokio abgenommen haben, die Hauptstadt Kyoto abgenommen haben, da finden wir einen Distrikt, hier steht er, eine heilige Stätte. Die haben auch eine Religion gegründet, derer wir uns jetzt bedienen. So, gehen wir da rein hervor. Fangen wir mal bei den Skythen an und den Truppen, die wir hier haben. Das ist ein Belagerungsturm, ein Rambock. Den brauchen wir ganz, ganz dringend, um die Stadtmauer, die hier haben, um die knacken zu können. Einfach mit normalen Nahkampfeinheiten dürfte das ein bisschen schwierig werden. Oh. Hier ist ein Siedler, den haben die Barbaren wahrscheinlich den Skythen gemobst und hier in diesem Barbarenlager reingebracht. Den wollen wir natürlich befreien. Sprich, wenn überhaupt er von jemandem versklavt werden sollte, dann natürlich nur von uns, von niemandem sonst. Und hier, den hier, lassen wir den Legionär noch eine Runde abwarten, dann ist der komplett ausgeheilt. Ich gehe mal wieder zurück. Und mit dem anderen Legionär, der ist ja fit, ziehen wir über den Fluss hinauf. Okay. Und dann haben wir hier noch einen Siedler von uns, der zieht hoch, der soll hier eine Stadt gründen. Okay, wir ziehen langsam mit dem vor. Oh, das war ein Hügelfeld, das habe ich übersehen. Uns den nochmal anschauen, die Automatisierung rausnehmen und dann können wir auch eins nach links mit dem gehen. Hier ist ein barbarischer Speer, vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Den Bauarbeiter ziehen wir hier hin. Unseren Speer, der hier steht. Das ist die einzige schwache Bewachung hier. Den ziehen wir ein Feld vor, noch ein Feld vor. Auf den Hügel. Lage peilen, alles in Ordnung. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Kein Barbarenlager mehr zu sehen. Alles in Ordnung. Okay.
Und hier können wir uns auch schon mal langsam Washington nähern. Ich setze mal hier über. Oder wir brauchen wahrscheinlich in Puteoli demnächst, kaufen wir mit Gold einen Rambock. Der dauert zu lange, bis wir den gebaut hätten. 260, oh, so viel Gold haben wir nicht. Es dauert noch drei Runden, glaube ich, bis wir den kaufen können. Ziehe ich erstmal auf die andere Seite des Flusses. Hier auch viele Deutsche mit dem Legionär. Ziehe ich eins weiter. Hier sind gleich zwei Siedler der Amerikaner nebeneinander. Und die haben jede Menge Armbruststützen in unseren Diensten. Die können wir gleich auf diese Seite des Flusses stellen. Da sind die ein bisschen geschützt. Es ist ja schwer überall. Gleichzeitig sind da Hügel. Die können also von den Hügeln aus feuern. Können auch über andere Hügel hinweg feuern. Das scheint mir ein ganz guter Plan zu sein. Und den dritten Armbrustschützen. Wir können sogar hier bei der Stadt eventuell drei nebeneinander stellen. Zumindest zwei. Den ziehe ich mal hier hin. Und hier war eben noch ein Speer der Barbaren, der ist jetzt futsch. Dann können wir, Moment, wir schnappen uns erstmal den Handwerker. Ist hier schon ein Steinbruch? Ja, ist schon da. Der hat noch eine Ladung, noch eine Modernisierung können wir mit dem bauen. Hier wollen wir mit dem erstmal einen Steinbruch bauen. Und ein Blick in die Bürgerverwaltung zeigt uns an, wo es, ja, hier natürlich. Hier sollten und könnten wir entweder da ein Sägewerk bauen oder, falls wir uns dazu entschieden, ja, wir haben uns dazu entschieden, hier das Industriegebiet zu bauen, dann können wir hier ein Sägewerk errichten, dann hat das sogar plus zwei Produktion. Andererseits, der hat wie viel Ladung? Der hat nur noch eine. Brauchen wir den überhaupt hier in Ravenna? Nächster Bürger kommt in zwei Runden. Doch, doch, da müssen wir hier irgendwas modernisieren mit dem. Dann ziehen wir den Kollegen hier oben hin. Ist ein Weilchen unterwegs, aber ist ja nicht schlimm. Und mit dem Legionär setzen wir eine Runde aus, damit er ein paar Lebenspunkte dazu gewinnt. Mit dem Scout im Norden. Ich hoffe, der hat sich warm angezogen. Irren wir durch das ewige Eis und halten zum Beispiel nach irgendwelchen Dörfern aus. Bonusdörfern, Stammesdörfern, wo wir vielleicht, wenn wir die erstmals betreten, eine Belohnung bekommen. Hier war ein Speer in Kyoto. Damit könnten wir nach ganz links ziehen. Ja, hier haben wir auch noch einen Speer. Ich glaube, wir haben sogar drei Speer mittlerweile. Nein, ein Siedler der Deutschen. Unglaublich. Auch solo unterwegs. Also ich hoffe mal und gehe auch davon aus, dass das zum Release gefixt ist, dass die KI im Augenblick noch Siedler ohne Bewachung losschickt. Das ist ja auch leicht abstellbar. Da muss man ja nicht tief in den Eingeweiden des Programms rumwühlen. Da definiert man irgendeine simple Regel und das war's dann. Und mit dem dritten Speer, ich denke mir, das ist der dritte, den wir haben. Den vierten sogar, wir haben vier. Vier Speer, meine Güte. Da können wir jetzt hier ganz in den Osten ziehen. Genau. Ziehen wir hier mal los. Dieser Bauarbeiter hier auf dem Hügel hat noch vier Ladungen. Den wollten wir, glaube ich, nach Kyoto schicken. Brauchen wir den hier überhaupt auf dem Feld? Nächster Bürger in neun Runden. Und hat hier... Ja, doch, da braucht er ein weiteres Feld. Braucht er da. Der siebte Bürger. Dann machen wir hier schnell eine Mine. Und mit dem Legionär hier... Ziehen wir schon mal rüber zu diesem Barbaren-Camp. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der Lage sein werden, den Siedler dort räusper zu befreien. Legionär hier bei Athen. Ehemalige Hauptstadt der Griechen. Können wir runtergehen und hier ein bisschen dann alles aufmischen. Ich denke schon, ich ziehe mal hier in den Dschungel rein. Da haben wir Verteidigungsbonus im Regenwald.
Und wenn man das Barbarencamp gleich leer räumen, sollte man nochmal 45 Gold bekommen. Und das hieße, dass wir auch früher unseren Hamburg kaufen können. Mediolanum, Mailand, neues Bauprojekt. Ach, ein Zuschauer hat mich zu Recht darauf hingewiesen. Ich habe die ganze Zeit behauptet, ein Legionär würde faktisch 0,5 Gold pro Runde Unterhalt kosten. Da habe ich mich natürlich blöd verrechnet, weil ein Legionär nicht ein, sondern zwei Goldstücke Unterhalt pro Runde kostet. Wir haben in unserer Regierung diese Karte hier Einheiten Unterhalt um ein Gold pro Runde und Einheit reduziert. Es wären dann also 2 minus 1, ist nicht 0,5, sondern ist 1. Danke für den Hinweis. Das heißt, wir könnten genauso gut auch eine Stadtmauer bauen. Die kostet ja auch ein Gold Unterhalt. Ist sogar mit der entsprechenden Karte, dass man Defensivgebäude um 100% schneller baut. Sehr preiswert und schnell baubar. Andererseits, die können nur zwei Felder weit feuern und eventuell auch nicht über Hügel hinweg zum Beispiel. Das heißt, die haben auch eine begrenzte Sichtlinie. Ein Legionär kann dagegen weiter zielen, wenn wir eine größere Stadt haben, die bis zu 3 Geländefelder weit Modernisierungen hat. Dann können wir die natürlich mit einer mobilen Einheit besser bewachen, besser beschützen als mit einer Stadtmauer. Und außerdem ist der Legionär auch ein natürlicher Schutz, falls irgendein Nachbar uns überfällt oder wer auch immer kommt. Ist ein bisschen teurer zu bauen, aber nicht wesentlich teurer. Insofern glaube ich, man macht nicht so viel falsch, wenn man statt auf Stadtmauern zu setzen, einen Legionär lieber hinsetzt. Mediolanum, Mailand, produziert relativ wenig. Die müssen wir erst einmal langsam boosten. Wohnraum aber ist auch schon bald aufgebraucht. Ein Blick, die Stadt hatten wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit gebaut. Es steht dort ein Monument und eine Wassermühle. Die Wassermühle bringt hier zum Beispiel ein zusätzliches Nahrungsgebiet. Eine zusätzliche Nahrungsressource. Ja, ich hätte hier gerne einen Bauarbeiter. Der kann anfangen hier zu modernisieren. Reisfarm bauen, Sägewerke bauen, Steinbruch bauen. Wie lange dauert der Bauarbeiter, wenn wir den hier bauen würden? Ein Handwerker, 14 Runden. Autsch, 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 autsch. Das ist ja sehr, sehr lange. Und in Athen wird gerade ein Industriegebiet gebaut. Da ist er in 6 Runden fertig. Also das ist hier wirklich, das ist ein bisschen doof. Aber lieber Folgendes, dann bauen wir lieber hier. Der Wohnraum geht da schon alle. Ein Kornspeicher bringt plus 2 Wohnraum. Das scheint mir die klügere Wahl zu sein. In Kyoto, Wassermühle abgeschlossen. Bringt uns auch einen Nahrungsboost. Wohnraum nicht mehr so unglaublich viel. Auch da bauen wir jetzt am besten mal einen Kornspeicher. Eine Runde weiter. Okay, machen wir gerne. Und in der nächsten Runde können wir dann auch hier in im Grenzgebiet zu den Amerikanern, wenn wir wollen, einen kleinen Angriff starten. Ich beobachte den Rundenwechsel hier mal südlich von Athen. Bei dem Barbarendorf, da zieht noch ein Bauarbeiter von uns, ein Handwerker, rüber auf Sumpfgelände. Ich hoffe, der wird sich jetzt nicht, wird nicht ein Opfer des Speers, der da südlich von dem steht. Der hat 3 Bewegungspunkte. Der ist von einem Krieger angegriffen, den sollten wir aber locker zurückschlagen. Ich glaube nicht, dass wir dann einen nennenswerten Schaden bekommen. Der Speerkämpfer zieht raus und greift tatsächlich uns mit unserem Verteidigungsbonus an. Jetzt ist das Lager leer, das Barbarenlager. Das können wir also angreifen. So, jetzt sollten wir eigentlich, wenn ich richtig mitgezählt habe, in Runde 98 sein und Krieg erklären können. Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. If I must choose between righteousness and peace, I choose righteousness. Ja. Teddy ist sauer. Kann ich ihm Namen finden? Er guckt ein bisschen mürrisch. Kann auch sein, dass er einfach heute einen schlechten Tag erwischt hat. Vielleicht hat er Kohl gegessen. Wer weiß. Anzuzina, du Schachichurjach. Naja, jettai. Oh, ich ahne Schlimmes, ich ahne Schlimmes. Das war ein Fehler von uns, die Kriegserklärung, weil der Casus Belli nicht gegriffen hat. Wir haben ohne Casus Belli angegriffen. Wir wurden ja nicht gefragt, ob wir den in Kraft treten lassen wollen, der Kriegsgrund. Wir konnten uns also nicht auf die Denunziation beziehen. Das war also ein wilder Krieg, ein Überraschungskrieg. Das ist blöd.
Das war das erste Mal überhaupt bei einer Civ 6-Partie, die ich spiele, dass ich dieses Menü genutzt habe, im Diplomatiebildschirm direkt auf Krieg führen zu klicken bei einer solchen Abfrage. Und ich hatte dann natürlich darauf gehofft und gesetzt, dass wir nach einem Casus Belli gefragt werden und dass wir überhaupt die Chance bekommen, einen einzusetzen. Das wurde uns vom Programm nicht gegeben. Liebe Entwickler, mein Wunsch, ihr hört jetzt sicher nicht zu, aber das ist mein Wunsch an euch, wenn man schon dieses Feature hier einbaut, dann bitte eine Abfrage an den Spieler einbauen, ob er einen Casus Belli, falls verfügbar, auch einsetzen möchte. Also einen wie, wir haben denunziert oder Kolonialkrieg, Heiliger Krieg oder wie die alle heißen, denn wenn man das Feature Casus Belli einbaut und anbietet für den Spieler und das Spiel damit schön komplex macht, dann möchte man den ja auch, den Casus Belli, dann auch benutzen können. Und was macht die KI? Flieht mit dem Siedler, ouch, aus Washington raus, das tut weh. Jetzt haben wir uns natürlich bei allen Herrschaften hier verschissen, entschuldigt bitte. Alle sind stinksauer. Das ist natürlich etwas unschön gewesen hier. Ja, was machen wir als erstes? Glasklar. Wir holen uns den Siedler mit dem Legionär. Verschanze ich mich hier erstmal auf dem Hügel. Mach aus mir einen Hügelparker. Hier ziehe ich in Waldgebiet rein. Und über potenzielle Angriffe über Hügel, über einen Fluss hinweg. Da haben wir also einen ganz guten Verteidigungsbonus. Ich ziehe mit dem Ambroschützen, eile ich hinterher. Ist das ein Hügel? Schlecht zu erkennen. Dahin würde ich gerne mit dem ziehen. Da sind wir auf dem Hügel und können von da oben weit feuern. Wenn ich hier unten hingezogen hätte, auf den das ebene Terrain hier, hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal über den Wald hinweg feuern können. Ambo-Schützen bitte hinterher. Unser Speer muss ein bisschen aufpassen. Die Amerikaner haben ihn ja jetzt auf dem Kika. Ah, der Krieger kann zum Beispiel angreifen. Auch der Schleuderschütze kann vorziehen und feuern. Da gehe ich lieber ein bisschen zurück. Und mit dem Bauarbeiter ziehen wir jetzt aber rüber. Nach Kyoto. Steinbruch hier. Haben wir schon errichtet. Hat noch eine Ladung. In Ravenna. Eine Farm. Wir bauen eine kleine Farm. Was anderes sehe ich nicht. Wohin? Wo werden wir demnächst in Ravenna irgendwelche Distrikte zum Beispiel hin platzieren? Ein Industriegebiet müsste in der Nähe eines Hügels stehen oder in der Nähe von einem Steinbruch. Ressourcen, die man mit Steinbrüchen abbauen kann oder was auch immer. Hier ist ein Hügel, da ist ein Hügel. Da könnte man ein Industriegebiet also hinsetzen. Das ist kein Hügel da hinten. Das hier ist ein Steinbruch immerhin. Hierhin platziert. 1, 2, 3. Das ginge noch. Hier eine Mine. Obwohl Genf erweitert sich auch. Dann hätten wir hier 1, 2, 3 Hügel in der Umgebung. Hätten hier einen Dreierbonus. Alternative. Was ist das hier? Ohne Hügel. Das hier ist auch schon ein Gebiet von Romia. Und da steht eher ein Sägewerk. Hier links sind natürlich Hügel, ein Hügel hier, ein Hügel dort. Hier ein Industriegebiet hin, das wird er die zwei wenigstens hier mitnehmen. Der Steinbruch ist zu weit weg. Also, das wäre ein gutes Gebiet für ein Industriegebiet, ein guter Standort. Müssten wir auch nicht dazu kaufen. Ein etwas besserer wäre hier, aber da müsste man viel Gelände dazu kaufen. Oder direkt hier, direkt vor Ravenna hingesetzt. Das geht natürlich auch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also hier, plus 1 hat man sofort. Oder da unten. Dann müssen wir noch ein Bad bauen. Ein Bad muss an das Stadtgebiet angrenzen, also dort oder dort. Hier könnten wir es hinsetzen. Dadurch wird das Industriegebiet auch geboostet werden, weil ein angrenzender Bezirk. Dann wäre das potenziell produktiver. Campus in der Nähe von einem Berg, mal weit und breit keinen. Heilige Städte auch in der Nähe eines Berges potenziell, da können wir auch nicht mit dienen.
Handelszentrum wieder hin. Rum muss an einen Fluss zwingend hin. Hier unten könnten wir drei Farmen nebeneinander bauen, die sich gegenseitig unterstützen. Ja. Ich setze mal ein paar Nadeln. Das hier ist das Bad. Das ist ein Bug. Es wird nicht immer übernommen, worauf man gekickt hat. Es wird aber sicher noch korrigiert. Und hier kommt das Industriegebiet hin. Handelszentrum kommt dorthin. Das sind Farmen hier. Alles klar. Das heißt, dass wir hier zum Beispiel einen Hügel bauen könnten. Einen Hügel bauen. Eine Mine bauen könnten. 110 Gold. Oh, das dauert eine Weile. Dann baue ich in Ravenna erstmal kein Industriegebiet, sondern zum Beispiel, wie sieht es mit dem Wohnraum aus? Ah ja, wir brauchen dringend mehr Wohnraum. Da nehme ich mal ein Bad. Jetzt plus zwei Wohnraum plus eine Annehmlichkeit, das scheint mir klug zu sein. Wird direkt hierhin platziert. Oder hier unten wäre vielleicht sogar noch besser. Denn Handelszentrum, Gold durch jedes zweite Bezirk Geländefeld, das angrenzt. Ja, es ist ja nur eins, dann ist das eh egal. Bad bringt auf jeden Fall gar nichts. Da kommt das Bad hin. Da kommt das Handelszentrum hin. Und hier haben wir einen Bautrupp, der leider naiverweise vorgezogen ist hier. Auf die Eisenressource. Ist egal, machen wir. Wird jetzt eine Mine errichtet. Blick zurück zu den Barbaren. Na, wo sind sie denn? Hier. Und killen wir den Krieger? Nein. Wir holen uns direkt 45 Gold dazu. Das Barbarenlager. Und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt in Puteoli einen Rambock kaufen können. Geht glatt auf. 260 Gold kostet er. 263 haben wir. Mit dem Rambock ziehen wir jetzt gleich Richtung Westen, Richtung Nordwesten rauf nach Washington und zeigen Teddy Roosevelt mal, wo die Römer ihren Hammer hinhängen. Nein, oder war das irgendwie eine andere Religion und ein anderes Volk? Wer ist denn der Hammerschwinger? Thor. Genau, das sind die ollen Germanen. Wie auch immer, nächste Folge vom Let's Play mit Civilization 6 gibt es dann nicht mehr hier bei Let's Play for Charity. Das gibt es dann wieder bei mir, bei Writing Bull, auf meinem YouTube-Kanal. Den Link der nächsten Folge findet ihr, wird jetzt entweder eingeblendet von Ingo, liebe Grüße an dich, oder wird, ihr findet ihn zumindest in der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube, werdet ihr schon hinkriegen. Nächste Folge gucken, nächste Folge finden. Bis dann. Macht's gut. Ave. Grüßt euch der Römer WB.